Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Let's Play mit Nier Automata. Hier ist euer Dave und wir spielen heute die frisch erschienene Demo kurz vor Heiligabend und ich freue mich extrem auf dieses Game, denn das Spiel wird entwickelt von den Machern und Entwicklern von Bayonetta und Vanquish, zwei meiner absoluten Lieblingstitel. Und wer die beiden Games schon mal gespielt hat, der weiß, wo die Stärken von Platinum Games häufig liegen. Das sind vor allem die geilen Kampfsysteme. Und jetzt freue ich mich auf das Spiel, obwohl ich den Vorgänger nicht gespielt habe. Da freue ich mich auch so ein bisschen drauf, dass mir so eine Perle nochmal bevorsteht. Denn Leute, die das auch selbst gespielt haben, die sagen, es hat eine sehr coole, sehr ernste Thematik. Und deswegen freue ich mich, das Game nachzuholen. Ansonsten, just my two cents. Ich habe gerade eben nochmal kurz in die Einstellung geschaut. So viel gibt es da nicht einzustellen, deswegen können wir fast sofort loslegen. Nochmal für alle Leute, die die Demo noch nicht haben. Ich starte jetzt mal übrigens auf Normal, später wage ich, wenn ich mich ein bisschen ins Kampfsystem rein verbissen habe, vielleicht nochmal auf Extrem ran an die Demo. Ansonsten hier bei der Sprache kann man Japanisch und Englisch nehmen, die Texte sind dann auf Deutsch. Untertitel gehe ich mal davon aus, dass die von Anfang an automatisch drin sind, denn die kann man nicht einstellen und ich würde sagen, let's go. So, dann haben wir hier noch einen kurzen Intro-Text. Datum 10. März und jetzt nicht verhaspeln. 11.945, verdammt. Einsatzziel, Zerstörung der Waffe der Goliath-Klasse. Details unbekannt. Einheiten 1D-Anführer, 2B. Okay, gut, das muss man, glaube ich, nicht lesen. Geheiminformationen haben enthüllt, dass Maschinenwesen in der verlassenen Fabrik eine große Waffe gebaut haben. Das Analyseteam ist zu dem Schluss gekommen, dass es sich sehr wahrscheinlich um eine Waffe der Goliath-Klasse handelt. Das Ziel dieses Einsatzes ist, die feindliche Einrichtung, die verlassene Fabrik, mit einem Team aus 6 Einheiten zu untersuchen, die Waffe der Goliath-Klasse zu finden und sie zu zerstören. Alle teilnehmenden Einheiten treffen sich mit Unterstützungseinheit 9S vor Ort. So, und jetzt legen wir los. Kurz zuvor noch erwähnt, wir zocken das Ganze auf der PS4 Pro. Let's go. Alert. Activating short-range attack gear. Alert. Large enemy group detected. Yes, I'm aware of that. Okay, mit Viereck angreifen. Oh, sehr schön. Und man kann auch schießen. Ah, mit dem kleinen Bot auch noch. Geil. Ja, es gab ja mal eine Zeit, da wurden so Devil May Cry ähnliche Games zuhauf released. Da gab es Dante's Inferno, da gab es natürlich God of War, Devil May Cry, Bayonetta und so weiter und so fort. Und irgendwann war es das dann damit. Boah. Space Invaders oder wie? Einen konnte ich auch aufheben. Testen wir das mal bei ihm. Oh, ja, nennen wir es aufheben. Ich finde es aber auch geil, dass sie so weit in die Zukunft direkt springen. 11.945. Sonst liest man ja immer 2.500 noch was oder so. Nö, hier springt man einfach fast 10.000 Jahre vor. Ui. Okay, ausweichen. Ah, schöner Dash. Kommt auch ohne große Bewegungsunschärfe. Autsch. Bam. Not quite. Is that our target? Negative. This enemy is unrelated. Proposal, dispatch it as swiftly as possible. You don't say. Okay,
Okay, mit dem Schaufelbagger habe ich nicht gerechnet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sorry, falls es gerade laut wurde. So ein bisschen wie die Hydra in Dark Souls, wo man ja nach und nach die Köpfe abschlägt. Haut man hier. Yo! Okay, krass. Oh Mann. Aber man kann auch in der Luft richtig gut ausweichen. Gut ausgewichen scheinbar. Bam. Und noch ein zweiter Treffer hinterher. Better make sure he's actually dead next time. That was dangerous, man. You're 2B, right? My name's 9S. I'm here to provide support. Copy that. So, was that big old buzzsaw the Goliath you came here to take out? No, just another defensive system. Oh, well, I guess we have to find the target then, huh? I've got a flight unit, so I'll take a look around the perimeter. All right. I'll work my way inside from the ground. Und das ist aber nett. Okay, 2B merke ich mir. Okay, hier geht's weiter. Nichts verpasst. Kurz mal umschauen. So, wichtig zu sagen, dass das Spiel erst im März oder so kommt. Das heißt, falls irgendwas technisch mal auftritt, kann auf jeden Fall noch gefixt werden. Okay, Zielerfassung. Ha, cool. Kupfererz erhalten. Eigentlich sehen die Roboter ja ganz niedlich aus, aber... Oh! Oh, das war eine geile Kombo. Oh, geil. So, ich möchte mal ganz kurz, weil das auch ungemein geiler aussieht. Okay, erstmal kurz im Menü rumstöbern. So, hier kannst du Informationen einsehen, deine Ausrüstung wechseln und die Systemeinstellung ändern. Tutorials können jederzeit im Datentab des Systemmenüs unter Tutorial eingesehen werden. Okay, danke sehr. Ansonsten Kartenmodus, Kartensymbole. Gut, hier die Karte. Wow, ist das das gesamte Gebiet, was wir jetzt bereisen werden? Das schreit nach sehr, sehr vielen Folgen dann, für den Fall, dass es so ist.
Ansonsten Fähigkeit, Pod-Programme. Kann man ja auch mal schauen. Im Moment haben wir den Laser, den haben wir ja zweimal, glaube ich, eingesetzt. Fähigkeiten, Plug-in-Chips. Typ 1, Typ 2, Typ 3. Okay, das sind die Waffensets. Ach, das kennt man. So ein bisschen. Und Einheitendaten, vielleicht bei System. Die Steuerung. Okay, gut, also Kombos etc. stehen hier noch nicht drin. Okay, die Schusstaste muss man auch echt häufig betätigen, damit man allein schon diesen roten Blobs ausweicht. Oh, aber das sieht schon geil aus. Ich liebe es, wenn das Kampfsystem so richtig fetzt. Kann sein, dass ich am Anfang hier noch ein Item vergessen habe. Da laufe ich jetzt aber nicht zurück. Ist nur eine Demo. Sonst würde ich zurücklaufen. 2B? Ma'am? What is it? I was going to send you the map data I collected earlier. Do it. Warum haben die alle verbundene Augen? Das ist eine coole Kamerafahrt. Wird zu einem 2D-Abschnitt jetzt, ne? Und einen Double Jump gibt's ja auch. Ui. Oh oh. Wollen wir noch mal kurz in die andere Richtung gehen. Aha. Kleine Erholung erhalten. Wahrscheinlich ist das jetzt eine alternative Route, wo die Treppe hinführen würde. Wow, Naturkautschuk. Jawohl. Wow. Cleverer Typ. Egal, wir holen ihn uns. Na, schade. Hui. Boah, ich muss echt sagen, ich habe irgendwie nicht mit dem Schaden so krass gerechnet. Das konnte ich auch kurz mal nicht ausweichen. Level 1 klingt ja immer so easy. Ich muss aber auch sagen, die Musik ist geil, ne? Exit confirmed closed. So open. Negative. Nearby enemies are jamming our signal. Nothing's ever easy. Oh oh. Ah, schon wieder die Typis. Finde ich gut, dass man mit dem Schwert auch die Blobs kaputt machen kann, nur wenn die von hinten kommen. Das ist problematisch. Ah, hier unten sieht's ja auch noch die Kleinen. Was passiert, wenn ich durch so einen roten Blob durchausweiche? Ah, ich komme durch. Oh, das ist ja cool. Okay, gut, den habe ich jetzt mitgenommen. Na, okay, gut, aber man darf es nicht so machen, dass man nach dem Ausweichen direkt im Blob ist.
Man muss, wenn schon, richtig durchkommen. Hey, das ist aber cool. Falsche Richtung. Oder auch nicht. You know, ma'am, I'm glad you're here. Why? Scanners like me mostly work alone. Scouting out enemy lines and all that. I don't usually get a partner. It's kind of fun. Emotions are prohibited. Sorry, ma'am. And another thing, stop calling me ma'am. Huh? It's unnecessary. All right then. 2B it is. Oh, sie ist gerade echt flott. Ich bin mir sicher, ausweichen ist nicht schneller als das, was sie gerade macht. Irgendwann wird man ein bisschen vorsichtiger. Ja, schön mit dem rechten Stick auch ziehen, wohin man mit dem schießen möchte, mit dem Kollegen. So, hier kann ich es nochmal testen. Zack, man kommt durch. Ah, durch den einen bin ich durchgekommen, aber durch den anderen nicht. Ah, das ist schon gemein. Hier gibt es eine Leiter. So, die Finishing Moves mache ich nochmal. Moment, da unten ging es nicht weiter, oder wie? Oder geht es nur da unten weiter? Ach, wahrscheinlich führt die Treppe hier hoch. Okay. Ich muss sagen, dieser nahtlose Übergang von 2D zu 3D ist unglaublich geil. Gefällt mir richtig gut. Okay, theoretisch könnte ich hier weiter. Praktisch würde ich sagen, bleiben wir noch ein bisschen hier. Boah, sind zu viele Blobs. Analysis. This elevator's controls are locked and cannot be used. This place sure is big. I guess humans used to use it as a weapons factory, but now it's just crawling with machines. The enemy seems to have repurposed the facility to increase their overall machine production. So if we don't destroy it, they'll just keep coming. Ah, und wenn man den linken Stick reindrückt, macht man die Taschenlampe an und aus. Ich lasse mal an. Stören tut sie, glaube ich, nicht in den hellen Gebieten. Einmal ausweichen und sie ist mega schnell. Und jetzt sieht man auch noch in der ISO-Perspektive runter. Wie geil ist das denn? Wow. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Einigermaßen durchgekommen. Oh, schon die nächsten. Also ohne Mist, diese Kamerawechsel, die sind so geil. Das ist grandios. What? It's just accessing random, nonsensical data from the old world. There's no actual meaning behind anything machines do.
Ich muss halt dazu sagen... Boah, sie hat sich gerade gar nicht bewegt. Ich muss halt dazu sagen, wenn ich von einem Spiel viel erwarte, dann schaue ich mir auch echt, bevor ich selbst zocke, wenig an. Deswegen könnte es sein, dass es das eine oder andere gibt, wo ich ein bisschen überrascht bin. Wo aber jeder, der die E3-Demo oder so gesehen hat, sagt, hey, Dave, solltest du eigentlich gesehen haben, wenn dich das Spiel interessiert. Oh Gott. Habe ich eine etwas andere Meinung? Man sollte etwas nicht gesehen haben, wenn einen das Spiel interessiert. Na, in gewissen Szenarien mache ich das. Als ich gehört habe, das Kampfsystem ist super, dachte ich auch so, okay, gut, das ist Platinum Games, Punkt. Die hatten zwar auch mal Kampfsysteme, die mir nicht so gefallen haben, das war Anarchy Reigns zum Beispiel, aber ich glaube, da war der allgemeine Tenor auch nicht, boah, das Kampfsystem ist der Hammer. Ach, das ist eine Etage höher. Da ist aber noch ein Item. Da ist auch noch ein Item. Autsch. Ah, den kleinen Robo nutze ich recht selten. Aber ich muss sagen, ich finde Schusswaffen so ein bisschen lame in so Third-Person-Action-Games. Schnetzelspiele. Aber wofür gibt es Leitern, wenn man auch runterspringen kann? Ich mache mich jetzt nicht lustig, ich finde es wirklich so. Ah, hier kann ich den Aufzug aktivieren. Ich dachte, das wäre der Aufzug von vorhin. Oh mein Gott, Bulletproof. Ah, schön, alles weggeschossen. Holy moly. Ja, natürlich. Kugelsicherheit, schon klar. Jetzt nicht mehr. Auch beim Gegnerdesign bin ich mir ganz sicher, da kommt noch richtig viel. Es hat jetzt ein Gebiet in der Demo. Oh mein Gott. Ich bin mir auch sicher... Gott, oh Gott. Wenn man ein bisschen das Multitasking besser beherrscht, weil ich hier gerade nicht kann, weil ich muss erst schießen, versuche gleichzeitig dahin zu dashen, damit ich schnell an den Gegnern dran bin. Und dann musst du auch noch Kombos machen. Aber das ist nicht ganz so easy. Wow. Ich weiß auch, woran mich die Musik stimmungsmäßig erinnert. Ich sag nicht, dass sie gleich klingt, aber so ein bisschen an Attack on Titan. Zumindest weckt es bei mir die ähnliche Stimmung wie Attack on Titan. Ach, das Schwert ist auch echt geil, ne, von hinten. I surveyed the entire factory, but couldn't find anything resembling our target. Maybe they, I don't know, moved it somewhere? Das ist alles so ein bisschen grau, aber es sieht schon qualitätstechnisch geil aus.
Is that? You mean the bird? Yeah, there's more plants and animals here than there used to be. Probably because the environment's changed. Oh, das sieht sowas von nach Bosskampfareal aus unten. Und da haben wir auch mal ein bisschen Grün. Ja, ich hoffe, dass das fertige Spiel wirklich ein bisschen farbenfroher wird mit seinen weiteren Levels. Ah, hier geht's nicht weiter. Es sah erst so aus, als würde der Boden ein bisschen spiegeln. Bei den Boxen muss man auf jeden Fall direkt davor stehen. That bridge. It's a bit of a hike, but should we check it out? It's not like Command to get a location wrong. I guess even they get bad intel from time to time, huh? I wouldn't bet on that. Okay, nicht cool. Boah, ich war doch schon längst vorbei. Oh nein. Vorsicht. Ich glaube, ich wurde nicht getroffen, oder? Ah, wenn man perfekt aus... Ach so, nee, Moment, das war die kleine Heilung. Ach, verdammt. War doch kein perfektes Ausweichen. Und mein TV-Gerät möchte den Auto-Standby schalten. Warum? So actionlos ist es hier gerade nicht. Kaum dazu, die Dinger zu attackieren. Ich muss mal kurz nebenbei auf OK drücken. Gott, so viele Pannen. Huch. Is that? Target enemy detected. Nein. Geil. Ziemlich kleiner Kopf für so einen fetten Körper.
Holy moly. Ey, ganz ehrlich, dagegen ist Transformers Kinderkacke. Yo! Ah, dammit. Uiuiui. Knapp. To me. What's your status? This is the target. I'm going to destroy. Uh oh. Alert. Incoming enemy attack from below. Proposal. Evade. Oh, wie geil. Jetzt zerstört er schon ganze Levelareale. Oh nein. Okay, ich kann nicht nach vorne schauen, das heißt, er könnte das häufiger machen. Ach, ich bin doch ausgewichen, Mensch. Black box signal detected. No response to communications. I'm going after him. Oh Gott, das ist ja eine total peinliche Pose. Man sieht ihren Poppes, wenn sie läuft. Ich kann nicht rüber. Doch jetzt. Oh, der lebt ja immer noch. Request to command. Negative. Communications have been jammed. Ach, da ist eine Leiter. Sehr gut. Hoch. Die Animation sah cool aus. Repair him.
Hod, get me staunching gel and logic virus vaccines. Then access the... Inadvisable. The subject's vital signs are too poor to attempt field repair. Shut up! Just do what I say! To be... Just go. You shut up too. We're soldiers. We take pride in our service. HO-229 flight unit, command 677 received. Usage rights transferred from 9S to 2B. Requesting acknowledgement. Please. All right. Ja, die Charaktere, die man kurz sieht, die einem aber ans Herz wachsen, so ein bisschen wie Mike in Resident Evil 4. Übrigens noch ein Spiel von Platinum Games entwickelt, was ich mega geil fand. Metal Gear Rising Revengeance. Hat ja ganz vergessen für einen Moment. So, gegen den Kopf schießen bringt nicht mehr. Naja, hau du nur da unten lang. Shit. To be the control of the enemy's upper arm. You should pod. Should be able to take it over. I told you to shut up! Jetzt kann ich ihn mit seinem eigenen Arm... Ne. Ne. Talk about bringing the battle to them. H2B. Contact command. Request assistance. No. It doesn't look like that's going to be necessary. Oh, great. Imagine that this is going to end well. The black box.
It's ready. Right. Requesting destruction of enemy hostiles via black box reaction. Request accepted. It was an honor to fight with you. Truly. The honor was mine. Alter Schwede, was zur Hölle? Krass. Also, ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen baff. Ich hab's geil erwartet, aber ich muss ehrlich zugeben, meine Erwartungen wurden sogar noch ein bisschen übertroffen. Ich muss sagen, der erste Level, den ich jetzt hier gesehen habe, das ist halt, zumindest, es sieht gut aus, das Spiel. Was mich noch so ein bisschen kritischer stimmen lässt, ist, dass das Art-Design der Umgebung noch nicht so vielfältig ist. Also gut, es ist ein Gebiet, deswegen warten wir mal einfach da ab. Darüber hinaus muss ich aber sagen, bin ich vom Gameplay absolut fasziniert. Das ist mega geil. Also, was allein schon für eine Varianz in einem Gebiet jetzt kam. Ja, wir hatten die 2D-Perspektive von oben, von der Seite, und wir haben die 3D-Kämpfe gehabt. Und darüber hinaus auch noch, ja, das war, also sowohl für den Nahkampf als auch für den Fernkampf gab es da viele sehr, sehr sinnvolle Verwendungsmöglichkeiten. Ich habe bei Devil May Cry zum Beispiel nie die Pistolen wirklich benutzt, aber hier, geil. Also ich muss echt sagen, Nier Automata, das ist mega geil und ich denke, dass ich hier vielleicht noch nicht fertig bin. Was würdet ihr von einem Run auf Extrem nochmal halten? Ansonsten, was denkt ihr vom Spiel? Was ist euer erster Einblick, Eindruck? Teilt es mir mit. Darüber hinaus, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Und wenn ihr neu auf dem Channel seid, ist bei neuen Games ja nicht ungewöhnlich. Dann könnt ihr auch, wenn ihr nichts verpassen wollt, auch zu anderen sehr, sehr coolen Games, die ich auf dem Kanal habe, mir ein Abo dalassen und mir auch in den sozialen Medien folgen, wo ich euch nicht zuspamme. Darüber hinaus gibt es immer wieder Livestreams, unter anderem, wenn das Video heute noch kommt am Donnerstag, heute Abend. Also, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal bei Nier Automata. Ansonsten begrüße ich euch erst im März zusätzlich noch wieder zu dem Spiel. Und ja, bis dahin haben wir auch noch einige schöne Games. Also, haut rein!